Ja, einen wunderschönen Freitagmittag wünsche ich, einen wunderschönen Freitagabend oder einen wunderschönen Montagmorgen, je nachdem, wann Sie oder ihr diese Show hier seht. Heute dreht sich bei uns, ihr habt den Vorspann gesehen, um professionelles Pricing in turbulenten Zeiten. Und dazu gibt es ganz frisch ein Buch, fast noch warm, ein Kilo schwer. Und ich habe gestern eingeladen, um über dieses Buch, aber natürlich auch um die Herausforderungen zu sprechen, die sich in turbulenten Zeiten ergeben. Und in turbulenten Zeiten sind wir ja mittendrin. Bei mir zu Gast sind die beiden Herausgeber, Markus Milz und Dr. Michael Höfemeier. Hallo Markus. Hallo Michael. Hallo Christian. Ja. Hallo Christian. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Freuen uns, dass wir da sind. Ja, sehr gerne. Und zu Gast haben wir auch den Johannes Lottermann, einer der Co-Autoren, ebenso wie ich, zu diesem Buch. Und ja, wir möchten so ein bisschen in lustrer Runde über das Thema Pricing sprechen und natürlich auch auf eure Fragen eingehen. Wenn ihr dann Fragen habt, stellt sie einfach in den Chat und wir greifen sie gerne entweder während der Sendung auf oder wenn ihr die Aufzeichnung seht, kommen wir sicherlich auch in den nächsten Tagen immer mal wieder drauf zurück, damit ihr all eure Fragen auch beantwortet bekommt. So, jetzt würde ich doch mal ganz gerne starten mit den beiden Herausgebern. Markus, Michael, könnt ihr mal so 2, 3 Sätze erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, was euch bewegt hat, gerade jetzt dieses Buch ins Leben zu rufen und wie das Projekt so begonnen hat? Gerne. Und ich glaube, die Erklärung ergibt sich aus der Historie der letzten 2, 3 Jahre. Markus Milz, mein Name, bin mit meiner Company Milz & Comp Training und Beratung in Sachen Vertrieb, auch Pricing ein großes Thema. Und gerade so in den letzten 2, 3 Jahren haben alle mitbekommen, wir leben in hochinflationären Zeiten, teilweise sagen wir bei 10% Inflationsrate. Da kamen natürlich viel mehr Unternehmen als in den letzten Jahren auf uns zu und haben gesagt, hey, können wir mal ein Preisanpassungstraining, Preisdurchsetzungstraining, Preisverhandlungstraining machen? Lass uns über das Thema mal sprechen. Und im Zusammenhang damit haben eben viele festgestellt, dass es vielleicht alleine mit einem Training nicht getan ist, sondern dass man sich grundsätzlich mal mit dem Thema auseinandersetzen muss. Ja, und da kommt der Michael dann ins Spiel. Wir haben uns dann vor einem Jahr zusammengesetzt, vor einem guten Jahr. Und ja. Genau. Wir haben das Thema aufgegriffen, kurz vorweg. Nochmal, mein Name ist Michael Höfemeier. Ich bin der Geschäftsführer von Plurus Consulting. Wir beschäftigen uns seit 2001 damit, Preise zu optimieren, Preisstrategien zu optimieren, auch vor allem mit preispsychologischen Methoden im B2B- und B2C-Bereich. Ja, also wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, das Thema ist definitiv en vogue, also sprich eine große Herausforderung für die Zukunft beziehungsweise für die aktuellen Probleme mit Lieferengpässen und der hohen Inflation. Das heißt, Preise anpassen hat quasi eigentlich jeden betroffen. Und ja, es gibt nicht immer einen Baukasten dafür. Und da haben wir gesagt, das Thema nehmen wir uns und versuchen daraus eben auch einen Baukasten zu entwickeln mit ziemlich viel Know-how von, ja, werden wir bestimmt gleich nochmal drauf kommen, von ziemlich vielen Experten. Ja, einen Experten haben wir ja auch hier an Bord, den Johannes. Johannes, du bist gerade in den USA. Herzliche Grüße. Bei dir darf ich auf jeden Fall noch guten Morgen sagen, relativ früh, wenn mich meine Zeitrechnung nicht täuscht. Johannes, sag doch mal bitte 2, 3 Sätze zu deiner Person, damit auch unsere Zuschauer im Bild sind, mit wem sie es zu tun haben. Ja, sehr gerne. Also bei uns ist es tatsächlich kurz nach 7 zum aktuellen Zeitpunkt. Ich bin gerade in South Carolina bei unserer Tochter, also der Tochter unseres Unternehmens. Ich bin Chief Business Development Officer bei der Rembe GmbH Safety und Control. Ich verantworte dort den Explosionsschutz. Und ja, weil wir maßgeblich Menschen schützen gegen die Auswirkungen von Explosionen, steht auch bei uns ganz klar die Devise Menschen kaufen von Menschen im Vordergrund unseres beruflichen Handelns. Und in dem Kontext hatte ich die großartige Chance von Markus erhalten, Markus später dann Markus und Michael erhalten, an dem Buch mitzuwirken. Dazu später mehr. Ja, vielen Dank fürs Erste. Ich würde jetzt ganz gern den Michael so ein bisschen löchern und ihr habt ja eine Studie im Vorfeld gemacht und auch während des Projektes zum Thema Pricing. Magst du ein bisschen was zu dieser Studie erzählen und ein paar Zahlen nennen? Gerne. Also der Hintergrund war, dass wir eben auch den aktuellen Status in unserem Buch präsentieren wollten, was uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist. Also ein ganzes Kapitel des Buches beschäftigt sich mit den Ergebnissen der Studie Pricing 2023, 2024, Herausforderungen und Lösungen.
Und wir haben mal ein paar Highlights rausgegriffen, wo wir ja dann doch relativ erschrocken waren. Und man kann das auf der linken Seite, glaube ich, ganz gut erkennen. Da kann man sehen, man kann einer Aussage zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen, bis voll zustimmen. Und alles, was sozusagen da grau markiert ist, ist quasi eher eine Ablehnung. Und zu der These, dass es eine schriftlich formulierte Preisstrategie im Hause gibt, im eigenen Hause, und dass es eigentlich keine Preise gibt, die nach Bauchgefühl gesetzt werden, haben fast die Hälfte, haben das verneint. Das heißt, die setzen definitiv ihre Preise eher nach Bauchgefühl und haben das nicht schriftlich formuliert, wie sie vorgehen. Und das fanden wir erstmal relativ erschreckend. Und wir haben das auch noch aufgegliedert nach Branchen. Da gibt es natürlich auch schon teilweise erhebliche Unterschiede. Die würde ich jetzt allerdings nicht eingehen. Man muss natürlich generell auch sagen, sowas, um das repräsentativ zu machen, hätten wir Zehntausende befragen müssen. Das wäre nicht im Rahmen einer solchen Studie gegangen. Aber es ist sicherlich immer eine Tendenz, aus der man was erkennen kann. Also das war einer der ersten Highlights, wo wir gesagt haben, ja, da gibt es durchaus Nachstellbedarf. Da sollte man etwas tun. Und wenn wir dann uns das Zweite anschauen, wie ergibt sich die Preisfindung denn im Wesentlichen im eigenen Unternehmen? Und da sieht man ganz klar, der dickste Balken ist eben die legendäre Kost-Plus-Kalkulation, wo man eben sagt, man hat Herstell- oder Beschaffungskosten und haut da einfach einen Prozentsatz drauf. Also fast drei Viertel haben das genannt. Gut, es waren Mehrfachnennungen möglich, deswegen gibt es natürlich auch noch weitere Punkte, die wichtig waren. Jeder zweite ungefähr orientiert sich noch am Wettbewerbspreis, aber danach kommt schon mal nicht mehr allzu viel. Also Elemente wie Value Pricing, Target Costing etc. Sind da doch eher im Hintertreffen. Also auch ganz klar eher einfache Lösung und eher reaktiv am Wettbewerb orientiert. Auch da gibt es für viele sicherlich noch Möglichkeiten, da noch etwas zu optimieren. Thema Optimierung als Stichwort, Preisdifferenzierung, also sprich, dass nicht jeder Kunde denselben Preis zahlt und dabei war jetzt nicht eine volumenabhängige Rabattstaffelung, die jeder kennt, gemeint, sondern eher, dass man auch branchenspezifisch überlegt, für wen ist vielleicht das Gut oder die Dienstleistung, die ich produziere, besonders spannend, habe ich vielleicht Möglichkeiten, da die Preise zu differenzieren. Und da, ja, da ist so ungefähr ein Drittel hier in der Summe 28%, die da überhaupt nicht, die da nicht zustimmen tendenziell. Das heißt, die sagen, nee, bei uns zahlt jeder das Gleiche. Das heißt, die nutzen die Möglichkeiten von Preisdifferenzierung nicht oder wenig. Also auch dort gibt es durchaus noch Spielmöglichkeiten, also eine Spielwiese, wo man sagen kann, da ist noch Potenzial drin, weil eins gilt auch immer, ein erhöhter Preis ist immer noch die einfachste Lösung. Hat einen viel höheren Effekt auf den eigenen Unternehmensgewinn, als wenn ich Kosten reduziere oder versuche, mehr Menge zu verkaufen. Also der Preis ist an der Stelle, wie man so schön sagt, heiß. Ja, und weiterer Punkt, wir haben ja gesagt, dass wir besonders auf die Situation, also die Sondersituation, die turbulenten Zeiten schauen wollten. Und das ist in dem Fall, in dieser Frage, die Kosten und die Lieferengpassentwicklungen gewesen. Und da haben wir gefragt, naja, hat man da eigentlich eine Strategie dafür? Gibt es dazu etwas oder nicht? Und die Frage war eben genau so beantwortet, dass zwei Drittel da so unterwegs sind, dass sie da eigentlich nicht gut vorbereitet sind. Also wir sind eher Getriebene, eher reaktiv unterwegs, was eigentlich immer dazu führt, dass man auch noch mehr Fehler macht und auch Potenziale liegen lässt. Das sind so die Kernergebnisse. Insgesamt haben wir allerdings deutlich mehr Fragen natürlich. Es waren um die 20 Fragen, die beantwortet wurden. Und da gibt es doch durchaus weitere Highlights, aber das sind jetzt mal die Kernergebnisse, wo wir auch geschluckt haben, wo wir gesagt haben, kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, also tatsächlich beim Durchlesen des Kapitels und der Zahlen, da habe ich mich immer so ertappt bei den Gefühlen, oh, aha, und oh mein Gott. Also wo ich gedacht habe, wir haben doch das Jahr 2023, das kann doch so nicht mehr funktionieren. Aber umso mehr natürlich ein Beweis dafür, dass es Zeit war, vielleicht auch dieses Thema mal aufzugreifen. Jetzt aber, um dann ein bisschen auch so die Sorge vielleicht zu nehmen, dass jetzt das ein Buch voller lauter Statistiken und Zahlen wäre, dass irgendwie ein Ist-Zustand,
dokumentiert. Im Buch geht es ja dann doch in eine andere Richtung. Das heißt, ihr habt ja ganz, ganz viele Autoren aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Bereichen dazu eingeladen. Und vielleicht mögt ihr da mal was zu erzählen, wie diese Kapitel auch gestaltet sind. Ja, also der Studienteil, den der Michael gerade mal überblickshalber dargestellt hat, endet natürlich nicht mit der rein deskriptiven Analyse, sondern natürlich schon mit Handlungsempfehlungen. Ja? Also das wäre so der letzte Teil, der sich aus dem Studienteil ergibt. Was folgen wir daraus? Was wären denn die Empfehlungen von unserer Seite aus? Also auch da kann man, glaube ich, schon mal vieles sehen. Ich meine, im Umkehrschluss aus dem, was der Michael gerade präsentiert hat, ja, ein Drittel macht keine Preisdifferenzierung, ergibt sich natürlich die Empfehlung, sich damit zu beschäftigen und mal darüber nachzudenken, welche Preisempfehlungen oder Preisdifferenzierung vorgenommen werden sollten. Aber wie du richtig sagst, war das nur der Einstieg, also sozusagen der erste von 5 Teilen, dieser deskriptive Teil oder dieser empirische Teil. Die nächsten 4 Teile, da haben wir eben spannende Praktiker, wie eben dich, Christian, oder den Johannes eben eingeladen und eben noch 30 andere eingeladen, doch mal ihr Know-how, ihr Best-Practice-Wissen rund um das Thema Pricing mal preiszugeben. Und das haben wir eben in 4 Kapitel gegliedert, sozusagen eine logische Abfolge dessen, wie man sich auch mit dem Thema Pricing auseinandersetzen sollte. Kapitel 1 nach der Statistik, sozusagen die Frage, hast du überhaupt eine Pricing-Strategie? Wie sieht die aus? Was ist da zu beachten? Was sind da so Empfehlungen? Ja, also zum Beispiel das Thema Preisdifferenzierung, zum Beispiel das Thema, wie betrachtest du unterschiedliche Produkte, Dienstleistungen, Lizenzen, Software oder was auch immer, dass die vielleicht auf einem genügenden, sinnvollen Abstand voneinander sind. Was ist überhaupt die richtige Kalkulations- oder Bepreisungsgrundlage und so weiter. Also hast du überhaupt dich systematisch mal mit dem Thema Preisstrategie auseinandergesetzt? Welche Best Practice oder vielleicht auch Worst Practice Ansätze gibt es dazu? Zweitens, nachdem wir darüber nachgedacht haben, wie sollte denn generell ein Preissystem in unserem Unternehmen aussehen, die Frage, okay, wie setze ich sie denn jetzt, die Preise? Was sind denn jetzt die richtigen Preise für die unterschiedlichen Produkte in den unterschiedlichen Regionen, für die unterschiedlichen Dienstleistungen? Wie kann ich sie sinnhaft differenzieren, um da einen möglichst hohen Kundennutzen sicherzustellen, aber natürlich auch dem eigenen Unternehmen was Gutes zu tun und profitabel zu arbeiten? Naja, wenn ich darüber nachgedacht habe, wie ich eine Preisstrategie gestalte, wie ich Preise setze, dann geht es im dritten Kapitel oder im dritten Schritt darum, und wie setze ich sie jetzt durch? Wie argumentiere ich sie? Wie verhandle ich sie? Wie argumentiere ich Preisanpassung? Wann und wie oft sollte ich überhaupt Preisanpassungen machen? Was ist die Art und Weise, wie ich da ein Best Practice nutzen kann, um das erfolgreich zu tun in Zeiten, wo wir vielleicht bei Inflationsraten von 10% oder jetzt mittlerweile ein bisschen weniger, aber dennoch von nennenswerten Inflationsraten unterwegs sind? Und der letzte Schritt, der vierte Schritt, das vierte Kapitel beschäftigt sich dann damit, okay, wie kann ich das, was wir jetzt besprochen haben, dann tracken, analysieren, messen, welche Schlüsse kann ich daraus ziehen, wie kann ich es monitoren? Und ich glaube, wenn ich es jetzt als Ganzes nehme, zu sagen, hier habe ich einen empirischen Teil, der einen Status quo beschreibt, daraus kann ich schon mal ein paar Ableitungen treffen, dann beschäftige ich mit Strategie, dann setze die richtigen Preise, dann setze sie auch richtig durch und dann kontrolliere und tracke nochmal, wie gut oder schlecht du unterwegs bist, wie weit entfernt von einem Best Practice ist. Das war die Idee, wo wir eben weit über 30 tolle Autoren wie euch beide dazu gewinnen konnten, daran teilzunehmen. Ja, ich habe schon mal ein bisschen in die Kommentare geguckt. Also da wird auch durchaus bestätigt, dass was der Michael gerade schon vorgestellt hat an Zahlmaterial doch offensichtlich sehr interessant ist. Und ich kann versprechen, es ist noch interessanter im Buch dann tatsächlich mal nachzulesen. Kann man eine Frage, wo man mehr zum Thema Pricing erfahren kann? Ganz klar, natürlich hier im Buch beim Buchhändler des Vertrauens. Im Moment auf einigen Portalen, glaube ich, vergriffen, aber ich glaube, da ist Nachschub schon unterwegs. Das sollte also pünktlich noch zum Weihnachtsfest auch unter dem Tannenbaum liegen können. Ich habe gestern zum Beispiel eins beim Netzwerktreffen verlost, das sehr viel Anklang gefunden hat. Und auch dort in den Gesprächen mit den Unternehmern aus unterschiedlichen Branchen, da waren IT-Unternehmer dabei, da waren aber auch aus dem Coaching-Sektor Leute dabei, die doch alle gesagt haben, hey, das Thema Pricing beschäftigt uns tatsächlich im Moment sehr, weil irgendwie der Kostendruck steigt, man kann es nicht mehr kompensieren und auch so ein bisschen Planungsunsicherheit festgestellt wurde. Das ist etwas, was ich so gestern Abend mitgenommen habe. Ja, schönen Gruß auch an den Hauptstadtcoach Oliver Zigan. Ich glaube, Markus, den kennst du ja auch. Der sitzt gerade im ICE und schaut uns und hört uns fleißig zu. Okay.
Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf den Aufbau des Kapitels, weil das fand ich eigentlich richtig gut. Da habt ihr ja doch dann schon zu uns gesagt, ja, liebe Autoren, wir haben da mal so einen Leitfaden. Natürlich wollen wir euch nicht vorschreiben, was ihr schreibt, aber haltet euch doch mal bitte möglichst an diesen Leitfaden. Und ich weiß, dass der Michael da auch mal sehr hinterher war im Austausch. Vielleicht magst du das nochmal erklären, weil ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Information. Ja, also damit sich der Leser nicht in jeden Artikel quasi neu reindenken muss, macht es durchaus Sinn, immer die klassische, ich nenne das jetzt mal Beraterstruktur, dass man erstmal die Ausgangssituation schildert. Damit haben wir angefangen, dass man sagt, so, also natürlich kurze Vorstellungen der Person oder eben des Unternehmens, um das es geht. Und dann sagt, wie ist denn eigentlich die Ausgangssituation, die wir vorgefunden haben? Also eine Art von kurzer Problembeschreibung. Dann das Anreißen des Problems, nachdem das erfolgt ist, die Problemlösung zu beschreiben, vielleicht auch erstmal in theoretischer Natur und dann direkt als dritter Teil dann die Umsetzung zu nehmen, zu beschreiben, was ist passiert in der Umsetzung und um dann hinterher in dem vierten Teil die Lessons learned nochmal zusammenzufassen, was auch sicherlich immer ein Punkt ist. Das ist nicht jedem leicht gefallen, weil man hat natürlich viel mitzuteilen. Man hat dann vielleicht schon im Teil der Umsetzung geschrieben, ja, wir haben die 10 Punkte sind rausgekommen, aber da war dann eben nochmal die Aufgabe, das dann auch pragmatisch zu kürzen, zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen. Das war die Aufgabe. Und da habe ich mich wahrscheinlich auch nicht bei jedem Autor dauernd beliebt gemacht, aber es war trotzdem hilfreich fürs Gesamtwerk, dass man da eine einheitliche Struktur hat, weil es ist ja auch ein Buch und es sollte ja nicht ein Zusammengetackern von 30 Aufsätzen sein, sondern das einheitliche Thema war einerseits da und eben auch die einheitliche Struktur. Ja, also ich finde das Gute eigentlich an der Struktur, also mir persönlich, das hatte ich auch schon gesagt, als wir zur Buchpremiere uns getroffen hatten, zur Party, dass es mir auch mal tatsächlich geholfen hat, zu reflektieren, was mache ich eigentlich in der Arbeit mit meinem Kunden? Bei meinem Beitrag geht es ja um ein Praxisbeispiel, wie ich die Kommunikation zusammen mit dem Kunden gedreht habe, weg vom Produkt- und Feature-Ausstattungskommunikation hin zur Mehrwertkommunikation. Und mir hat das nochmal geholfen. Und ich finde auch für die Leser ist gerade diese Lessons learned, wenn man nicht so die Zeit hat, sich jetzt im Detail einzulesen, einfach schon mal über die Lessons learned zu gehen, weil wir haben ja auch eine wirklich wahnsinnige Bandbreite an Beiträgen. Also es ist ja nicht immer 30 Mal dasselbe geschrieben worden, sondern es geht um andere Themen, es geht um andere Beispiele, es geht um andere Practice Cases, es geht um andere Branchen und das fand ich sehr, sehr, sehr spannend und ich bin ja immer noch dabei, auch ich habe es noch nicht ganz durch. Ja. Ist auch nicht ein Buch irgendwie zum Abend auf dem Sofa lesen und dann durchlesen, sondern tatsächlich ist ein Buch auch glaub ich, zum immer wieder reinschauen. Und jetzt würde ich ganz gerne auch den Johannes mit an Bord holen. Ja, gerne. Johannes. Ja, erzähl doch einfach mal, wie es dir ging beim Schreiben des Buches, was dein Thema war und vielleicht auch nochmal, was vielleicht deine These oder deine provokante These zum Buch ist. Ja, sehr gerne. Vielleicht allen voran möchte ich absolut eine Lanze brechen. Ich bin ja nicht nur Co-Autor von dem Buch, so wie du, sondern ich bin auch Anwender dieses Buchs. Dadurch, dass ich bei einem mittelständigen Unternehmen den Vertrieb, den Verkauf, das Business Development verantworte, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich super dankbar, dass gerade jetzt in diesen wirklich turbulenten Zeiten, also man könnte meinen, wir hätten eine Glaskugel gehabt, als das Buchprojekt entstanden ist, dass wir seinerzeit im Prinzip da schon ein Rezept, einen Vorschlag gefunden haben, wie man damit umgehen kann. Das möchte ich wirklich, also tief vom Herzen heraus sagen, das ist echt eine tolle Schwarmintelligenz, die da zusammengekommen ist, weil es eben so mannigfaltig ist und dann, so wie Michael es gerade beschrieben hat, dann doch aber aufgrund des einheitlichen Schreibstils dann doch irgendwie ein einheitliches Gesamtwerk geworden ist. Ja, wie ist das Ganze dazu gekommen? Ich habe mit Markus vor 2 Jahren einen Vortrag gehalten. Also Markus war mein Vorredner auf einer Veranstaltung, die hieß Menschen kaufen von Menschen. Und da ist er auch schon, diese provokante These. Du hast ja neulich auch thematisiert, Christian, in einem deiner Beiträge. Und Markus hat einen Vortrag gehalten. Ich war kurz danach dran. Und Markus sprach mich dann daraufhin an, ob ich mir nicht vorstellen könnte, an dem Buchprojekt mitzuwirken. Ich musste gar nicht lange überlegen, denn ich habe wirklich früher schon sehr gerne geschrieben. Von daher war der Part sehr schnell abgehakt. Und was habe ich gerne geschrieben? Ich habe gerne Stories geschrieben. Ich habe gerne Geschichten geschrieben, auch während meiner Schul- und Studienzeit. Und
Was lag da näher, als dann nicht einfach zu sagen, ja, dann könntest du da was zum Thema Storytelling im Pricing machen. Weil letztlich ist das auch das, was ich so tagtäglich in meinem beruflichen Alltag verwende, dass ich mehr versuche, eine emotionale Beziehung mit meinen Kunden und mit dem Mensch im Kunden aufzubauen, als vielmehr jetzt irgendwie an Hard Facts zu versuchen, Preise durchzusetzen oder letztlich auch irgendwelche Verkaufsverhandlungen zu führen. Das liegt mir fern, dafür bin ich zu emotional und zu wenig rational unterwegs. Und eine der wesentlichen Thesen, die ich letztlich auch aufgestellt habe, ist eben Menschen kaufen von Menschen. Und weil Menschen mit Menschen gerne Verbindungen eingehen, liegt es eben sehr nahe, einfach über die Macht des Storytelling die Chance zu nutzen, eben auch nicht nur auf einer emotionalen Ebene, sondern vor allem auch auf einer neurobiologischen Ebene eine Verbindung zwischen Käufer und Verkäufer zu schaffen. Und da ist es eben so, dass neurowissenschaftliche Studien einfach bewiesen haben, dass es längst nicht mehr, selbst im Konzern- und B2B-Business, gar nicht die rationalen Faktoren sind, die Kaufentscheidungen betreffen, sondern auch bei Konzernen steht am Ende des Tages immer der Mensch, der dann letztlich die finale Entscheidung trifft und auch, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich, ein gutes Bauchgefühl bei seiner Kaufentscheidung haben muss. Das ist sicherlich was anderes, wenn du bei Amazon kaufst oder es dir leicht gemacht wird, Dinge im Internet zu bestellen. Aber wenn ich jetzt so wirklich ins B2B-Geschäft gehe, und dafür haben wir ja maßgeblich auch das Buch geschrieben, muss ich ganz klar sagen, noch gibt es sie, diese menschlichen Verbindungen. Und ich glaube, Corona hat uns gelehrt, dass eben nicht alles nur über Teams möglich ist, sondern wie wichtig es auch ist, wirklich in den täglichen, richtigen, echten Austausch zu gehen. Ja, das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Also tatsächlich habe ich auch bei dem Beitrag, den du angesprochen hast, so ein bisschen gestänkert, weil ich sage, naja, bei Amazon, ich kaufe ja nicht bei Amazon. Ich glaube auch, im B2B-Bereich wird natürlich der automatisierte Einkauf zunehmen, wenn wir von standardisierten, genormten Schrauben reden oder dergleichen, klar. Also relativ emotionslosen Produkten in Anführungsstrichen. Klar, klar. Ich glaube, für jeder, der jetzt aus dem Schraubenbusiness kommt, ist eine Schraube höchst emotionales Produkt. Ja, ich kenne tatsächlich einen. Ja, aber gerade wenn wir davon reden, wir reden immer mehr von erklärungsbedürftigen, ziemlich komplexen Softwareanwendungen, technischen Anwendungen, dann funktioniert das einfach nicht vollautomatisiert. Also ich denke mal, das wird auch eine ganze Weile nicht vollautomatisiert funktionieren. Von daher kann ich eigentlich deinen Ansatz wirklich nur unterstreichen. Wie seht ihr das, Markus, Michael? Also im Prinzip exakt genauso, wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt, genauso wie es in vielen Bereichen ist. Es gibt die zu beobachtende Kommoditisierung, ja, dass also auch Konzerne versuchen, keine Ahnung, Trainings, Beratungsleistungen, Maschinen, alles Mögliche versuchen zu kommoditisieren, also vergleichbar zu machen, was aber de facto nicht geht und natürlich auch in großen Teilen in unserer Verantwortung, in unserer Hand des Verkaufs, des Vertriebs liegt, das eben nicht zuzulassen, dagegen zu halten, zu sagen, nee, zwei Menschen sind eben nicht gleich, im Zweifel sind zwei Maschinen, kannst du eben schwer vergleichbar machen. Also ich kann den Spielregeln eines Einkäufers auf der anderen Seite folgen oder ich kann sagen, nee, stopp mal, das stimmt so nicht, lass uns mal nach meinen Spielregeln spielen. Und insoweit haben wir da vieles selber in der Hand, was wir da an der Stelle tun müssen und auch wollen. Und zum anderen auch nochmal dahingestellt, wir haben vor einigen Jahren mit der Hochschule Koblenz nochmal eine Studie gemacht, wo wir auch nochmal geschaut haben, wie wichtig ist dann eigentlich das Thema Preis und Marke im B2B-Vertrieb. Also sagen wir mal, in einem B2C-Vertrieb weiß jeder, Marke ist wichtig, ja, irgendwie drei Streifen sind irgendwie cooler als zwei, ja, oder lass die Marken jetzt mal weg, aber da sind Marken schon wichtig, aber selbst da haben wir festgestellt, B2B-Vertrieb einem, ja, was ist da wichtig? Da ist Abwicklungseffizienz wichtig, da ist Verfügbarkeit wichtig, da ist Vertrauen natürlich ganz wichtig, insofern auch eine Marke, die dazu geführt hat, dass es eben Vertrauensbildung gibt, ist eben elementar wichtig. Glauben tue ich aber immer, dass Preis das Wichtige ist als Vertriebler, weil auf der anderen Seite immer ein Einkäufer sitzt, dessen Job es ist, mich das glauben zu lassen. Ich sage immer, in den allermeisten Disziplinen ist ein guter Vertriebler nach 20 Jahren, auch wenn er keine Trainings besucht hat und sich nicht systematisch damit auseinandergesetzt hat, in den allermeisten Disziplinen ist ein Vertriebler gut dabei und macht intuitiv das Allermeiste richtig. Das gilt nicht für das Thema Preis. Da macht ein Vertriebler intuitiv nicht alles richtig, weil, wie gesagt, auf der anderen Seite sitzt immer jemand, dessen professioneller Job es ist, dich glauben zu lassen, du bist vergleichbar, du bist zu teuer, haben andere, die machen es billiger.
Naja, und dann liegt es halt in der Natur der Sache, dass ich sage, oh, bevor der Auftrag weg ist, gebe ich dem mal nach. Ja gut, da kann man ja nochmal drüber reden und so weiter. Also in diesem Thema ist Intuition eigentlich der Feind und der Tod von erfolgreichem Verkauf, von margenträchtigem erfolgreichen Verkauf. Und es macht umso mehr Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, das mal rational zu erfahren, dass es da Möglichkeiten, Tools, Werkzeuge gibt. Und dass meine Intuition, mein Bauchgefühl im Pricing meist ein schlechter Ratgeber ist. Und das haben wir, glaube ich, in dem Buch ganz gut auch mal aufgeführt. Genau, das würde ich noch ergänzen, auch um die Thematik, dass natürlich der Einkäufer letztlich auch nur ein Mensch ist und sich nicht freimachen kann von jeglichen preispsychologischen Effekten, die uns eigentlich alle betreffen. Also wenn er natürlich die Entscheidung letztlich in einer Maschine überlassen würde, gut, dann wäre es wieder was anderes. Aber die ganzen Faktoren, die Markus einerseits angesprochen hat und dann noch die preispsychologischen Themen, mit denen wir uns da bei Plurus Consulting genauer auskennen, mit Verlustaversion oder wie man Preise so erhöhen kann, dass es eben nicht so doll wehtut, dass wenn man das noch mit reinbringt, dann ist man an der Stelle durchaus besser aufgestellt. Und von daher würde ich auch sagen, die Thematik ist schon human to human, ist auf jeden Fall sehr wichtig an der Stelle und sollte auch beachtet werden. Vielleicht sieht es in 20 Jahren anders aus, aber ich glaube, es wird noch eine ganz lange Zeit, werden Menschen die Entscheidungen treffen. Ja, wir kriegen ja auch gerade noch einen Kommentar, frisch aus dem ICE sozusagen, vom Oliver Zigan. Der Finger, der die Enter-Taste für die Kostenstelle drückt, hängt meist an einem Menschen. Genau. Sehr schöne Formulierung. Danke, Oliver. Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf das Storytelling, was du angesprochen hast, Johannes. Ich habe mir ja auch durch den Vorfeld zu der Sendung vorgeblättert zu deinem Kapitel. Glaube, was du im Übrigen auch abends lesen kannst. Also ich habe eben so gesagt, das kann man wirklich, meins auch. Das kann man wirklich abends, das kann man auch nicht großartig rechnen und so. Ne? Tatsächlich erlebe ich zum Beispiel auf LinkedIn, wo wir nun gerade auch viel unterwegs sind, immer dann wieder auch Storytelling-Coaches und dann fangen Leute an, Storytelling zu machen nach dem Motto, bevor Uschi zu mir kam, konnte sie nicht schlafen, dann war Uschi in meinem 6-Wochen-Masterclass-Programm drin und jetzt kann Uschi wunderbar schlafen. Das hat natürlich überhaupt nicht mit Storytelling oder Aufbau von persönlichen Beziehungen zu tun. Vielleicht magst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen? Ja klar, gerne. Also du sprachst ja vorhin an, dass die Lessons Learned eigentlich so sozusagen für die, die eifrig einfach mal schnell durchblättern wollen durchs Buch und so die Essenz für Eilige, so nennt es Sebastian Pups Partygold in seinen Büchern immer, also Essenz für Eilige, das sind die Lessons Learned und da sage ich auch ganz klar, also am allerwichtigsten ist, dass du nie vergisst, Menschen kaufen von Menschen und wir haben alle, auch ohne Coachings, ohne Trainings, haben wir doch alle diese Antennen und spüren, ob uns da jemand was verkaufen will. Und das darf eben nicht passieren. Ich rate deswegen auch davon ab, Geschichten einfach nur auswendig zu lernen, sondern nimm dir Zeit, bereite dich vor und such dir für dein Produkt, deine Dienstleistung und vor allem deinen Preis, deinen Wert, such dir dafür die richtige Geschichte aus. Wie würdest du es deiner Tochter erklären? Wie würdest du es deiner Mutter erklären? Wie würdest du es jemandem erklären, der vielleicht völlig weit weg von dem Thema ist? Und da ist meistens im Kern mehr Wahrheit drin, als es jetzt einfach, als irgendwas auswendig zu lernen. Das ist spätestens nach dem 5. Mal hast du da eine Kassette, die einfach nur abläuft und dann ist auch auf spiegelneuronaler Ebene ist da nichts mehr unterwegs. Das ist dann einfach nur Luft, die durch Schallwellen hörbar gemacht wird. Ja, wunderbar. Ich würde es einfach noch so ein Stück weit ergänzen und sagen, einfach mal ehrliches Interesse an Menschen zeigen. Ja, klar. Ja, und ich glaube, gar nicht so das Geskripte, wir kennen das ja auch, alle diese Pitch-Mails, ich atme Luft, du atmest Luft, hast du heute Zeit für 15-Minuten-Anruf. Ich meine, das will doch kein Mensch. Ja. Ja? Also wenn man tatsächlich offen und ehrlich ist, dazu gehört vielleicht auch manchmal zu sagen, okay, ist heute vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, dass wir zum Abschluss kommen. Was brauchst du eigentlich wirklich an Informationen? Ich gehe da ja ähnlich heran, ich beschreibe ja zum Beispiel ein Anwendungsfall eines E-Learning-Anbieters, der seit über 15 Jahren im Business ist, in einer ganz, ganz engen Nische, nämlich nur für Notfallmedizin, Rettungsdienste und Feuerwehr. Und in Corona sind wahnsinnig viele SaaS-Buden, Software-Buden da, wie Pilze nach einem herbstlichen Regen aus dem Boden geschossen, die da was anbieten, aber doch sehr oberflächlich sind. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass du wegkommst nur von den Funktionalitäten, weil die technischen Funktionalitäten sind häufig gleich, sondern dass du hinkommst zur Mehrwertkommunikation. Tatsächlich, hey, also Smedics produziert zum Beispiel auch die Lerninhalte alle selber.
und das dauert Zeit, das ist eine hohe Qualität. Da kannst du auch nicht irgendwelche Stockfotos rausziehen. Das funktioniert für die oberflächlichen Social-Media-Posts, für die breite Masse zum Tag des Feuerwehrmanns vielleicht, aber nicht für jemanden, der aus der Branche ist, weil das Letzte, was du brauchst, wenn du Leuten, denen du Lerninhalte vermitteln willst, dir dann sagen, hör mal, aber der hält den Schlauch falsch, ja, so misst man Puls nicht, das kannst du halt nicht gebrauchen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dieser Qualität bewusst sind. Ja. Ich würde ganz gern, wir haben ein paar Fragen bekommen, die gebe ich ganz gern mal an den Michael und an den Markus weiter. Steht im Buch auch etwas über transaktionsbasiertes Pricing? Transaktionsbasiertes Pricing ist keines der Kernthemen. Am Rande ist es, glaube ich, in ein oder zwei Artikeln enthalten. Müsste man auch mal genauer definieren, was mit transaktionsbasiertem Pricing in dem Fall gemeint ist. Also ist mir noch nicht hundertprozentig klar an der Stelle. Also ja. Grundsätzlich, wir waren ja eben beim Thema Storytelling, ist natürlich immer so die Frage, auch nochmal eben von dem, ja, die meisten 73% machen Cost Plus, also ich stelle irgendwas her, das verursacht Kosten, da schlage ich was auf und das verkaufe ich dann. Also die erste Frage dahinter, und damit beschäftigen sich viele Geschichten oder viele Beiträge mit der Frage, was verkaufe ich eigentlich? Ein Tun oder ein Ergebnis? Und wenn ich ein Ergebnis verkaufe, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn ich ich komme dahin und mache etwas, ich baue eine Maschine zusammen. Ja, und dieses Thema Value Pricing, damit beschäftigen sich natürlich viele. Und letzten Endes ist es ja dieses Ergebnis, was ich hoffentlich habe, an dem ich dann profitiere oder wo ich einen Mehrwert von habe. Ja, damit beschäftigen sich natürlich schon viele zu sagen, was verkaufst du, was bepreist du eigentlich? Was ist eigentlich das, was du bepreist? Ein Tun oder ein Ergebnis? Und das ist eigentlich so die zentrale Frage, wenn ich mich ein Value Pricing sinnhaft nähern möchte. Da macht es natürlich sehr, sehr, sehr viel Sinn, dass ich mich mit meinem Kunden darüber unterhalte, warum denn eigentlich? Was möchtest du erreichen? Was soll das Ziel sein, was am Ende erreicht werden soll? Welche Sicherheit, welche Garantie kann ich dir dafür geben, dass du dieses erreichst? Und wenn dieses Ergebnis, wenn ich dieses bepreise, kann das ja was ganz anderes sein, als wenn ich ein Tun, ein Herstellen und Verkaufen einer Maschine beschreibe an der Stelle. Also insofern, wie der Michael sagt, man müsste nochmal definieren, was genau transaktionales Pricing bedeutet. Wenn es aber im Sinne von, ich bepreise ein Ergebnis, im Sinne von Value Pricing bedeutet, damit beschäftigen sich in der Tat viele weitere. Ja, also wir hoffen, die Antwort war ein Stück weit passend. Wenn nicht, gerne nochmal nachschieben. Jetzt kommt gerade die nächste Frage rein. Ich blende die mal ein, dann können wir die auch alle mitlesen. Wir schieben Buchungsdaten von Veranstaltern hin und her per Schnittstelle. Die Arbeit ist für 5 Millionen die gleiche wie für 150 Millionen. Also im Prinzip Value Pricing. Aber die Fragestellung bei uns ist, wie genau wir das bepreisen. Ja. Das ist eine gute Frage übrigens von jemandem, der einen schönen Namen hat, wie ich finde. müssen wir mal sprechen, ob wir gewisse Verwandtschaftsverhältnisse hier haben, Simon. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Übrigens beschäftige ich mich persönlich auch immer mit der Frage. Also wir sagen im Vertrieb ja immer, als Verkäufer hast du es ja schwierig, weil du musst meistens gleich zweimal, wenn nicht gleich dreimal verkaufen. Nämlich erstmal zum Kunden und dann auch zu den eigenen Kollegen und Mitarbeitern intern nochmal verkaufen. Ich habe eine Schwestergesellschaft neben der Milz und Com Bergen Group, die beschäftigt sich mit dem Thema Fördermittel. Und das ist so ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Wir tun etwas, nämlich helfen Kunden dabei, Förderanträge auszufüllen und generieren Fördermittel für Kunden. So, jetzt habe ich intern häufig das Problem, dass der eine Kunde, für den füllen wir einen Förderantrag aus, kommunizieren mit den Förderrichtliniengebern und es gibt, weiß nicht, 200.000 Euro Zuschuss. Und jetzt gibt es einen anderen Kunden, da gibt es 2 Millionen Zuschuss, also das Zehnfache, ähnlich wie mit deinen Buchungsbeträgen, die du gerade beschrieben hast. So, jetzt muss ich erstmal intern kommunizieren, okay, der Aufwand für diesen 2 Millionen Zuschuss ist ungefähr der gleiche wie für 200.000 Zuschuss. Was heißt denn das fürs Pricing? Naja, intern muss ich mit den Kollegen jedenfalls erstmal argumentieren, die schon mal eine gewisse Hemmschwelle haben und sagen, ah, da kann ich doch jetzt nicht 10-mal so viel nehmen, ist doch der gleiche Aufwand. Wenn du es aber aus der Sicht betrachtest, was hat es denn für einen Nutzen für den Kunden? Naja, den 10-mal größeren, dann kannst du schon in diese Richtung gehen. Also ich glaube, das ist so diese Herausforderung. Grundsätzlich gehe ich in die Richtung, welchen Nutzen hat das für den Kunden? Und daran orientiere ich mein Pricing. Ob das jetzt das Zehnfache wie im ersten Beispiel sein muss, muss man mal dahinstellen, weil man hat ja immer noch die Herausforderung, dass man es, wie gesagt, auch intern nochmal verkaufen muss und da keine Störgefühle erzeugt. Aber das ist die Herausforderung, genau das intern wie extern zu kommunizieren, was der Nutzen, der Mehrwert ist und das dann auch entsprechend zu bepreisen.
Ja, es gab mal eine lustige Situation, da bin ich mal flapsig vom Kunden angesprochen worden, Mensch Christian, du bist aber ganz schön teuer die Stunde. Da habe ich gesagt, na gut, ich verkaufe dir ja zum Glück keine Zeit, ja. Aber es könnte ihm auch egal sein, weil er bezahlt mich ja sowieso von dem Geld, das er ohne mich gar nicht hätte. Ja. Also auch da klar zu sagen, hey, wo ist eigentlich der Fokus auf dem Mehrwert? Und ich glaube, wenn uns das gelingt, stark über den Nutzen, über den Mehrwert, den man für den Kunden schafft, zu diskutieren und darüber zu reden, dann spielt der Preis nach wie vor eine Rolle. Mhm. Ja, es gibt ja den Spruch, Geld spielt keine Rolle. Das ist natürlich Unsinn. Ja. Das wissen wir alle, die im Business unterwegs sind. Geld spielt immer eine Rolle, aber vielleicht nicht unbedingt die Hauptrolle. Ja. Da gibt es auch jede Menge Beiträge im Buch, die sich genau mit der Thematik beschäftigen. Wie komme ich weg von der Preisdiskussion hin zum Wert, auch über die verschiedenen Aspekte, dass man sagt, okay, man muss sich natürlich erstmal selber das richtige Mindset sozusagen zulegen, dass man sagt, okay, ich bin das auch wert, was ich verlange und auch so argumentiert. Und jegliche Kommunikation, die da in die falsche Richtung geht, da auch richtig drauf zu reagieren und die auch selber den Weg gar nicht zu bereiten, dass man eigentlich gar nicht über Tagesstundensätze spricht, sondern über Leistungen, über Leistungspakete, über Qualitäten etc. Ja. Im Vorfeld zur Sendung ist eine Frage in einem meiner Beiträge aufgetaucht. Da geht es um das Thema Preiserhöhungen. Da kann ich vielleicht auch den Johannes mit dazu nehmen. Also nicht, dass ihr jetzt gerade die Preise erhöht habt, aber die Frage lautet, wie können Unternehmen Preiserhöhungen erfolgreich kommunizieren und durchsetzen? Das ist ja auch etwas turbulente Zeiten, wenn man selber Preisdruck hat. Und wir haben gerade in Deutschland die Diskussion mit den 19% Steuern für die Gastronomie. Ja, da wird ja viel gesagt, hey, da können sich alles Essen nicht mehr leisten. Wie viel müssen wir vom Weitergeben? Da gibt es ja auch wirklich ganz konträre Auffassung. Habt ihr da einen Ansatz? Habt ihr da einen Tipp? Vielleicht fängst du an, Johannes? Ja, mache ich sehr gerne. Also um vielleicht eine Brücke dann auch zu dem vorherigen Thema der Wertschätzung zu schlagen. Es ist doch ganz klar, die meisten Preise für Produkte und Dienstleistungen spiegeln doch gar nicht wirklich einen echten Wert wider, sondern im Prinzip sind sie ein Spiegelbild der Wertschätzung durch den Kunden. Der eine... Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was mir gerade spontan kommt. Der eine, der bezahlt viel Geld beim Friseur und der andere eben weniger. Was meinst du? Ihr wisst, also Michael und ich sind sicherlich eher bereit, auch mal 30 Euro bei einem Herrenfriseur zu bezahlen als ihr beiden. Letztlich ist das vielleicht auch schon eine gute Story. Was wir lernen durften oder was ich auch lernen durfte in den letzten Jahren ist, also wir haben periodische Preisanpassungen, haben aber auch gesagt, wir wollen weg von periodischen Preisanpassungen und hin zu ehrlichen Preisanpassungen. Also das heißt, passiert was auf der Kostenseite oder passiert was beispielsweise in der Wertigkeit unseres Produktes. Wir verkaufen ja Schutzsysteme, die gegen die Auswirkungen von heftigen Explosionen beispielsweise schützen oder gegen Überdrücke schützen. Und sollten wir da jetzt zum Beispiel ein zusätzliches Feature haben, das für den Kunden einen Mehrwert darstellt, dann darf das Produkt auch gerne mehr kosten und dann darf ich natürlich auch unterjährig meine Preise erhöhen. Deswegen ist auch ganz klar bei uns das Thema Preisdifferenzierung ein Thema, weil wir natürlich sagen, wenn ich ein Produkt habe, was dem einen Kunden vielleicht, wir haben viele standardisierte Produkte, was dem einen Kunden vielleicht ein Problem löst und für den anderen könnte es auch ein anderes Produkt tun, dann ist der unterschiedliche Wert für den Kunden, also die Wertschätzung für den Kunden einfach schon mal grundsätzlich anders. Und was ich eben lernen durfte, ist, wie wichtig es ist, sich die Zeit mit der Vertriebsmannschaft zu nehmen, sich auch wirklich einmal anzuschauen und zu überlegen, wenn wir jetzt die Preise erhöhen, wenn wir die Preise anpassen, dann braucht der Vertrieb, dann braucht jeder, der im Außendienst ist, auch genug Argumentationshilfen einfach im Gepäck und nicht nur einfach dieses, wir haben jetzt die Preise um 3,8%, 5,4%, 8,6% oder was auch immer erhöht. Das ist falsch. Allen voran haben wir uns aber eine Sache zugute gemacht und ursprünglich sollte mein Kapitel ja nicht heißen, von Bananenwürsten und ungetragenen Babyschuhen, sondern es sollte heißen von schlafenden Hunden. Schlafende Hunde, das kann ich ja da gerne an der Stelle hier spoilern, war, dass wir gesagt haben, also wir haben uns ganz klar überlegt, wie kommunizieren wir Preiserhöhungen
und wo lassen wir einfach schlafende Hunde, wo wecken wir keine schlafenden Hunde? Weil du musst nicht zwangsläufig überall rumlaufen und mit der roten Fahne jetzt wehen, dass es zu einer Preisanpassung gekommen ist. Allerdings erwarten deine Kunden, deine Top-Prio-Kunden, mehr als nur ein Schreiben, in dem drinsteht, dass du die Preise angepasst hast. Ja, kann ich absolut unterstreichen, dass es viel mehr, wenn du es erfolgreich machen willst, bedarf als das, was du gerade gesagt hast, einfach ein Schreiben an alle machen willst. Wie eben schon mal gesagt, in den letzten 2-3 Jahren war das eine unserer meist nachgefragten Dienstleistungen, Unternehmen dabei zu unterstützen, erfolgreich Preisanpassungen durchzuführen. Wir haben dazu so eine 12-Schritte-Anleitung, biete ich gerne an. Wen es interessiert, kann ich gerne mal so einen Chart sitzen, schicken, wo diese 12 Regeln draufstehen. Aber wenn ich es mal ganz kurz zusammenfasse, ist, glaube ich, der erfolgreichste Schritt erstmal zwischen meinen beiden Ohren, wie fast immer vorhanden. Ja, das entsprechende Mindset. Wir machen beispielsweise auch Einkäufertrainings, Vertrieblertrainings und Trainings, wo Einkäufer und Vertriebler zusammen sind. Und einer der größten Aha's, wo die Vertriebler da immer rauskommen aus diesen Trainings, wo es gemeinsam Einkauf, Vertrieb ist, ist, oh, jetzt habe ich mal verstanden, was so eigentlich der größte Unterschied zwischen Einkauf und Verkauf ist. Der Vertrieb erhöht Preise meistens, weil er muss. Der Einkauf senkt Preise, weil er kann. Ja, und das ist so dieses große Mindset, ja, ich als Vertriebler, jetzt muss ich ja, tut mir leid, lieber Kunde und so weiter. So, und der Einkauf sagt einfach, es muss 10% günstiger werden und meistens funktioniert es aus. Also da gibt es schon mal so eine gewisse Asymmetrie zwischen den beiden Bereichen, das ist das eine. Und das andere ist natürlich dann meiner Mannschaft mal zu erklären, ganz blöd ist es, wenn du jetzt zu dem Kunden gehst und sagst, Herr Rahn, es tut mir ja auch leid, aber mein Chef hat mich jetzt gezwungen, ihn beizubringen, ihm zu sagen, dass es 10% teurer wird, tut mir ja jetzt auch sehr, sehr leid. Das ist natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir begleiten viele Unternehmen seit vielen Jahren bei diesem Thema, auch das gleiche und die gleichen Unternehmen seit vielen Jahren. Und wir haben eigentlich festgestellt, dass es erfolgreich ist, in 3 Schritten vorzugehen. Erstens, bring deiner Mannschaft mal in Zahlen, Daten, Fakten mal bei, dass es nicht eine doofe Idee vom Chef ist, sondern dass es notwendig und sinnvoll ist. Ja, was weiß ich, Fahrer sind knapp, Energiekosten sind gestiegen, Maut ist gestiegen, alle Kostenarten sind gestiegen. So, der Wettbewerb macht es auch. Das sind so die Indizes, wie es sich entwickelt. Also mal so auf der rationalen Ebene den Kollegen das mal beizubringen. Zweitens, hol das Team mal zusammen und sag nicht, oh, wir haben jetzt eine schwierige, blöde Aufgabe vor uns, sondern mach da mal so einen gewissen sportlichen Charakter draus. Also ich kann mich erinnern, dass ich, weiß nicht, vor kurzer Zeit mit jemandem gehalten hatte, da saßen 200 Vertriebler, das Unternehmen hatte gesagt, hey, im Mittel haben wir jetzt vor, die Preise um 6,9% anzuheben, im Mittel, was nicht heißt bei jedem 6,9, aber im Mittel um 6,9%. Ich habe eine kleine Keynote gehalten, habe mal die einzelnen Kollegen gefragt und da sagte der eine oder andere, nachdem ich gefragt habe, wie findest du das? Na, so richtig anspruchsvoll ist da nicht, da ginge schon mehr. Ja, also das Thema Mindset. Und das Dritte ist genau, was der Johannes eben sagte, im Werkzeugkasten, die Kollegen mit dem Werkzeugkasten zu versorgen, nicht alleine zu lassen und einfach mal ein Schreiben loszuschicken, sondern darauf zu trainieren, zu sagen, es ist besser, oftmals mit einer Kleinen zu kommen, als wenn du musst alle paar Jahre mit einer Großen und viele Regeln zu beherzigen, wie das denn auch gut geht. Ja, also ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, rational, so ein bisschen sportiv-wettbewerblichen Charakter draus machen und dann die Kollegen mit dem nötigen Handwerkszeug versorgen, dann geht's. Da würde ich auch gerade nochmal noch ein paar Punkte nennen. Zum einen, neben der ganzen Kommunikation ist natürlich noch extrem wichtig, wenn ich über Preislisten spreche, also Preise, die ich kommuniziere, vorher, nachher, dass da preispsychologische Elemente durchaus eine große Rolle spielen können. Ja. Dazu vielleicht 2 Punkte. Das eine ist, wenn ich über Preisschwellen gehe, bedeutet das definitiv, dass das eine ganz große Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, ich habe dadurch, damit erzeuge ich mir die Reaktion quasi selbst. Wenn ich etwas habe, was jahrelang 98 Euro oder 99 Euro gekostet hat und ich gehe dann auf 105, dann ist ganz klar, dass das auffällt. Das fällt dann jedem auf, egal ob das B2C oder B2B ist, kann im B2B-Bereich ja auch Ersatzteile sein zum Beispiel. Und was kann man da eben tun? Da gibt es eben auch einen Handwerkskasten, einen Werkzeugkasten dazu. Man kann eben schauen, welche Preisschwellen tun denn weniger weh. Und dann muss man eben schauen, dass man das, was man erzielen will, also zum Beispiel die 6,9%, die kann man zum Beispiel dadurch erzielen, dass man den einen Artikel, weil das gerade mit den Preisschwellen passt,
vielleicht sogar um 10 oder noch mehr Prozent erhöht und wohingegen man einen anderen Artikel, nämlich der mit 99 Euro, mal schön da lässt, weil man dadurch nämlich den Schmerz automatisch provozieren würde. Und diesen Preismix so zu gestalten, das haben wir da an der Stelle auch mit aufgegriffen, ist auch Bestandteil des Beitrags im Buch von mir. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, macht ihr. Und vielleicht noch ergänzend dazu, auch zu dem Thema, was der Michael gerade sagte, nochmal über die Darreichungsform nachzudenken. Ja? Also aus dem B2C, aus dem Lebensmitteleinzelhandel, kennen wir das alle. Ja? Was macht man da oder was macht der Handel, wenn es dann nicht teurer werden soll, verkleinert einfach die Packungsgröße. Ja? Also die Darreichungsform nochmal drüber nachzudenken. Ja? Also zum Beispiel immer so die Frage, was kostet eigentlich ein Kilo Kaffee? Naja, je nachdem, in welchem Discounter oder Supermarkt, Aldi, Rewe, Edeka, wo ich gerade so bin, sagen wir so zwischen 10 und 20 Euro das Kilo, außer ich packe es dann irgendwo in so ein Pad und nenne das Senseo, dann sind wir schon bei 30, 40 Euro das Kilo. Oder ich packe es in Aluminiumkapseln, nehme noch George Clooney dazu und nenne das Ganze cool Nespresso, dann bin ich bei über 100 Euro das Kilo. Ja? Also es ist der gleiche Kaffee letzten Endes in einer anderen Darreichungsform, in einer anderen Vermarktungsform und ich habe eben einen Preisunterschied um einen Faktor 10. Also ich glaube, da gibt es viel, viel Kreativität, dass ich da mal spielen lassen kann, wo ich so sagen kann, hey, was verkaufe ich eigentlich und wie ist die neue Darreichungsform, die ich dann eigentlich verkaufen will? Ja, wenn ich da vielleicht dann noch ergänzen darf. Ich meine, jetzt hast du gerade meinen Kaffee kaputt gemacht. Aber letztlich muss ich sagen, also Michael, dein Kapitel war tatsächlich das erste, was ich gelesen habe, weil ich mir wenig darunter vorstellen konnte, jetzt erstmal unter dem Titel, und es war der totale Eye-Opener, weil ich einfach auch gesagt habe, ja klar, du beschreibst eigentlich das, was wir alle haben. Jeder hat halt, jedes Produkt hat ja so irgendwie seinen akzeptierten Preis, nenne ich es mal. Mir ist sofort irgendwie die Zeit meines Studiums eingefallen, wo ich seinerzeit, weiß nicht, in Wuppertal gab es so den Preiskampf an den Dönerbuden. Und irgendwie wurde da wirklich, da hätte ich eigentlich schon alles lernen können über Verkauf, weil als es dann auf einmal der Dönerpreis über 4 Euro gegangen ist, da war dann was los. Und heutzutage sind es nicht 4 Euro, ich glaube, jeder wäre gerne bereit, lieber 5 oder 6 Euro für Döner zu bezahlen, um mit Genuss den Döner zu essen. Aber bei 7 oder 7,50 Euro, ich glaube, je nach Region, da geht es so langsam los, dass es wehtut. Und deswegen fand ich deinen Beitrag, Michael, also echt total klasse zu sagen, mach doch kein Gießkannenprinzip, sondern überleg dir, wenn du die Preise anpassen willst, überleg dir, ob du gegebenenfalls nicht sogar auch wirklich was kaputt machst, sobald du eine gewisse Preisschwelle einfach überschreitest. Dann hast du vielleicht unwiederbringlich an deinem Absatz gearbeitet, aber in negativer Form. Ja, sehr spannend, wo du gerade Döner sagst. Das taucht ja gerade im Moment mit 7%, 19% ist tatsächlich das Schlagwort. Eine Döner kostet über 7 Euro. Ja. Ja. Ich würde aber ganz gerne auch nochmal tatsächlich so ein bisschen darauf eingehen. Ich glaube, wir müssen uns intensiv mit unseren Kunden noch stärker beschäftigen, mit den Motivationen, warum sie kaufen. Ich kann euch eine Geschichte erzählen. Ich war früher als Marketingmanager verantwortlich für einen Duty-Free-Shop in der Schweiz oder dort die Shops und ging das Thema Schweizer Schokolade. Und da haben wir dann, ich nenne jetzt mal die Marke nicht, aber das waren 180 Gramm Pralinen und die waren dann für knapp 9,90 Euro zu kaufen, haben sich gut verkauft. Und dann kamen wir mal auf die Idee, am Werkstudenten im Lager das Ganze in rotes Papier mit weißen Kreuzen einzupacken. Und es war genau das gleiche Produkt und haben dann 19,90 Euro dran geschrieben und wir haben davon viel mehr verkauft. Warum? Weil die Leute im Grunde nicht die Schokolade gekauft haben, sie haben das Thema Business gekauft, sie haben das Thema Schweiz gekauft. Ja, das gleiche haben wir gemacht mit Wein, der nicht wirklich gut lief, Schweizer Wein. Dann haben wir, ihr kennt das so von Hotelzimmern, dieses bitte nicht stören. Und das haben wir so als Bottleneck-Holder genommen, haben draufgeschrieben, bitte nicht stören, ich träume von Schweizer Wein. Natürlich war das rot mit einem Swiss Cross drauf. Ja, und auf einmal waren die Regale leer und die Jungs aus dem Lager konnten gar nicht so schnell nachfüllen. Also ich glaube, man muss sich tatsächlich immer ganz stark auseinandersetzen damit, was ist tatsächlich auch ein Beweggrund. Und manchmal ist dieser Beweggrund nicht unbedingt das Produkt an für sich selber. Ne? Also ist natürlich sehr B2C-lastig, im B2B sieht es ein Stück weit anders aus. Auch wobei wir das auch bei uns mal im Kopf halten. Wobei wir das bei uns auch ganz klar so schulen. Wir sagen, Menschen kaufen von Menschen und jeder Mensch tickt eben unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und bei Sicherheitsprodukten, um das Beispiel vielleicht von uns zu nennen, ist es so, dass den einen bei Sicherheitsprodukten vielleicht eher
sag mal, die Einhaltung von irgendwelchen Rechtsvorschriften, Arbeitsschutzanforderungen in den Vordergrund stellt. Der Nächste, dem ist es wichtig, dass seine Mitarbeiter geschützt sind. Der Nächste, der sagt, ich will ein Produkt haben, was ich kein anderer leisten kann. Ich will dann eben das Premium-Produkt, auch wenn es vielleicht ein deutlicher Überschutz ist. Und der Nächste sagt, naja, jede geschützte Anlage, die macht mir vielleicht weniger Arbeit im Tagesgeschäft. Da ist Potenzial drin. Und das ist genau das, was, das macht ja die Studie auch deutlich, dass da einfach viel zu viel dran liegen bleibt. Ja. Und ich würde da eigentlich, was du gerade sagst, Christian, fast widersprechen, dass es da so große Unterschiede zwischen B2B und B2C gibt. Ja. Es ist ein Buying Center und nicht nur eine Person, die da entscheidet, aber genau wie der Johannes gerade sagte, ist es eher noch komplexer, dass eben viele Personen viele Bedürfnisse haben. Und das ist ja genau die Idee von Value Selling, zu sagen, worauf legst du genau, du Person 1, Person 2, Person 3 eigentlich Wert? Was ist dir eigentlich wichtig? Und der eine sagt, Verfügbarkeit, unbedingt die Einhaltung des Liefertermins. Der nächste sagt, dass ich einen stetigen Ansprechpartner habe, den ich anrufen kann, wenn ich ein Problem habe. Und der dritte sagt, auch Verpackungseinheit, Verpackungsgewinde, Verpackungsschutz. Und so weiter. Und dann mal die Analyse zu machen, was sind denn eigentlich jenseits des Kernproduktes die Gründe, die dich dazu vielleicht bewegen oder nicht bewegen, mein Produkt, meine Dienstleistung zu kaufen und das mal in so einen Katalog aufzudröseln, um mal zu schauen, was biete ich von dem denn eigentlich, was den Kunden wichtig ist und was nicht. Wo bin ich vielleicht overengineered, wo bin ich underengineered und was muss ich an der Stelle nochmal machen? Also vielleicht biete ich Features an, die keinem wirklich wichtig sind, wo ich so sage, warum soll ich für den Quatsch bezahlen? Das will ich gar nicht. Und andere Sachen, die total wichtig und wertvoll sind, die fallen bei mir so ein bisschen unten runter und die bepreise ich gar nicht. Und da mal die Transparenz zu schaffen, was sind so die Erfolgsfaktoren dessen, die Kernfaktoren dessen, was eigentlich die Begehrlichkeit deines Produktes, deiner Dienstleistung ausmacht, außer dem Kernkugelschreiber um den herum beispielsweise, sondern dass ich ihn haben kann, dass ich ihn lagern kann, dass er nicht ausläuft und so weiter. Und das mal aufzunehmen und zu bepreisen, das wäre, glaube ich, eine sinnvolle Übung für die meisten. Und gegebenenfalls sogar differenziert nach Branchen. Das heißt, die Antworten müssen ja nicht immer gleich sein. Ja. Das ist ja der Kernpunkt. Kann ja völlig andere Aspekte, können ja ein anderes Gewicht haben. Und das wäre auch nochmal vielleicht aus Beratersicht eine ganz tolle Übung in Sachen Kundenbindung. Ja, also jetzt zu deinen Kunden mal hinzugehen und zu sagen, ich würde mich gerne mal mit dir zusammensetzen und sagen, was ist dir eigentlich wichtig an unseren Leistungen? Lass uns das mal aufschreiben, lieber Kunde. Lieber Kunde 1, 2, 3, das mal mit den 20 wichtigsten Kunden mal durchzuexerzieren, diese Übung. Auch das ist ja vielleicht nochmal eine ganz spannende Erkenntnis. Wir haben ja für unser gemeinsames Buch 33 spannende Autoren gefunden, aber wir haben ungefähr 120 Gespräche im Vorfeld geführt. Das heißt, 80, 90 haben gesagt, hey, total spannendes Thema, ich würde auch gerne mitschreiben, aber ich darf es nicht, es ist mir zu heikel, es ist mir zu sensibel, zu intim. Das heißt, es ist ein Thema, was für viele, wo viele lieber die Finger von lassen, nach dem Motto, ich möchte meinen Kunden oder Wettbewerbern gar nicht so genau sagen, wie wir in Sachen Pricing agieren. Das ist zu intim, zu vertraulich. Also das wäre jetzt eigentlich nur meine Denke, wenn ich was zu verbergen hätte. Ja? Also ich sage, ich habe ein faires Pricing und da spreche ich auch gerne mit meinen Kunden selbstbewusst drüber. Ne? Verdienen müssen wir alle, ganz klar. Aber ich gehe da offen an die Sache ran und spreche mit meinen Kunden über dieses Thema. Kann ich nur jedem empfehlen. Ist eine sehr, sehr schöne Übungssache zur Vertrauensbildung und zur Kundenbindung. Wir haben einen Kundenbeirat gegründet bei uns im Hause, tatsächlich aus jeder Branche. Und die ersten Feedbacks sind auch ganz klar, ihr sollt ja auch verdienen. Uns wichtig ist, ist, dass wir einen gesunden Lieferanten haben mit euch. Ja. Was bringt es denn, wenn wir euch bis zum letzten Prozentpünktchen irgendwie ausquetschen und ihr ins Straucheln kommt und wir dann vielleicht gar nicht mehr unsere Maschinen betreiben können? Ja. Also das ist, da darf Respekt gerne sein. Und ich möchte das vielleicht an der Stelle auch anmerken. Ich war meinem Chef, unserem Geschäftsführer, sehr dankbar, als ich gesagt habe, ich würde gerne an dem Buch mitschreiben und ehrlicherweise, ich würde es weniger als Privatperson, ich würde es auch wirklich gern von Seiten Remme machen und wir haben nichts zu verbergen. Ja, cool. Cool. Ja, es ist eine schöne Ausführung, jetzt auch gerade, was du gesagt hast. Wir haben ja alle nun wirklich auch die Lieferengpässe miterlebt, wie schnell das gehen kann und wie schnell man dann selber ins Straucheln kommt, wenn auf einmal der verlässliche Partner nicht mehr an Bord ist. Ja. Und dann kann man sich schon mal so einen oder anderen Vorwurf machen, wenn man sich dann bewusst wird, ey, ich habe den da selber irgendwo in eine Situation getrieben, dass er heute nicht mehr da ist. Ja. Ich finde es auch wahnsinnig spannend, da haben wir gerade auch angesprochen, Buying Pool, da sitzen ja Menschen
Und die haben in der Regel ja auch alle persönliche Motivationsgründe. Das darf man so auch nicht unterschätzen. Wenn man vielleicht mal sich damit beschäftigt, wird vielleicht so ein Einkäufer bezahlt? Spielt da vielleicht auch in seinem Bonusvertrag eine Marge eine Rolle oder ähnliche Dinge? Oder ich habe mal ein Systemhaus unterstützt, die haben eine App installiert für Landkreise. Und der Entscheider war am Ende der Landrat. Und der hat einen ganz klaren persönliche Motivation gehabt, nämlich seine Wiederwahl. Ja, der wollte also dadurch durch Vorteil sagen, dass er den Wählern sagen kann, hey, guck mal, ich habe dafür gesorgt, dass diese App installiert wird. Aber natürlich waren da in diesem Buying-Pool noch ganz andere Leute drin, nämlich die jetzt technisch entschieden haben, die das am Ende nutzen müssen und mitarbeiten müssen. Also ich glaube, das muss uns bewusst sein, dass wir da immer wirklich einen Mix haben und sie auch nicht immer alle mit einer Stimme oder sprechen und nicht immer alle dasselbe Ziel direkt verfolgen. Da würde ich ganz gerne auch aufs Thema Wertschätzung eingehen. Ich glaube, das ist ja auch wichtig, die Frage oder Ursprungsfrage war ja Preiserhöhung kommunizieren. Ich glaube, dass das Thema Wertschätzung muss da ganz groß geschrieben werden. Man darf sich da auch kein Beispiel nehmen an dem, was wir ständig im Funk, Fernsehen und Presse lesen, wenn dann Edeka sich wieder mit Coca-Cola oder irgendeinem anderen clasht und da Ware aus dem Regal geräumt wird. Ich glaube, dass da sollten wir uns im Mittelstand und im Familienunternehmen einfach kein Beispiel dran nehmen, sondern wir sollten tatsächlich eine offene, ehrliche, transparente Kommunikation untereinander führen und das nicht über Nachrichtensender oder über Zeitung austragen. Wenn ich an der Stelle sagen oder auch spoilern darf aus dem Privatleben, ich hatte, also dieses Jahr war recht turbulent im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war nicht nur Co-Autor, sondern ich durfte meine kleine Schwester trauen als freier Trauredner und habe das Thema Wertschätzung tatsächlich in den Vordergrund gestellt, weil mein Zwillingsbruder in einem Podcast mal einen ganz schönen Satz gesagt hat, besser als den Wert zu schätzen, ist es doch, den Wert zu kennen. Und da geht es doch eigentlich los. Sei dir deiner eigenen Werte bewusst, auch im B2B darf ruhig Herz und Liebe sein. Sei dir deiner eigenen Werte bewusst und dann weißt du auch sozusagen, was es dir dann wert sein darf, gerne. Und so ähnlich habe ich das dann eben im Rahmen der Hochzeitsrede aufgebaut. Meine kleine Schwester und ihr kleine Schwester, sie ist auch schon über 30. Die hat, wenn sie das hier hört, dann lacht sie jetzt. Haben dann einfach festgestellt, okay, was sind die Werte, die beiden als Paar verbinden, was haben sie gemeinsam und wo ergänzen sie sich eben auch in ihren Werten? Und das ist ein echter Aha-Effekt gewesen, also wahnsinnig. Sehr schön. Ja und auch im Grunde ein super Schlusswort jetzt, oder? Genau. Ich erzähle in meinen Keynotes immer als Schlusswort zu den Themen die Geschichte von dem Containerschiff mit 20.000 Container drauf, was in einem Hafen notgestrandet ist, weil es einen Motorschaden hat. Der Reeder muss jeden Tag 100.000 Dollar Konventionalstrafe zahlen, wenn das Schiff nicht rechtzeitig im Hafen ankommt. Und dann wird so ein Experte engagiert, der mit seinem kleinen Köfferchen mal auf das Schiff kommt, ein Hämmerchen rausholt, mal hier klopft, mal da klopft. Und dann dauert es eine kurze Weile und der Motor springt wieder an, das Schiff fährt weiter. Und der alte Servicetechniker schickt der Reederei eine Rechnung über 10.000 Dollar. Und der Controller regt sich auf, was, 10.000 Dollar? Das soll der Kollege aber mal erklären, wofür der 10.000 Dollar nimmt. Der war doch gerade mal eine Stunde da. Naja, und dann kriegt er die Rechnung aufgedröselt. Da steht dann drin 100 Dollar Anreise, 100 Dollar Arbeitszeit und 9.800 Dollar Wissen, wo man klopfen muss. Ja, und ist das, was verkauft wird. Und da gehen wir in Richtung Value Pricing und das ist intelligentes Pricing. Ansonsten hätte er eben nur 200 Dollar in Rechnung gestellt. Ja, wunderbar. Thema Wertschätzung auch noch. Ein Kommentar des Namensvetters ist auch noch sehr geiler Austausch. Vielen Dank dafür. Das nehmen wir jetzt auch mal als großes Kompliment. Ich habe zu danken, dass ihr heute meine Gäste wart. Habt ihr noch ein Schlusswort, noch eine Aufforderung, warum man dieses Buch lesen sollte? Haben wir eigentlich schon hinlänglich getan, glaube ich. Also es ist, ich glaube, das Stichwort ist vorhin einmal gefallen, das ist eben das Schwarmwissen sozusagen, ja, die Schwarmintelligenz, die da reinspielt. Es ist ein ganz breites Thema und wir haben ja auch eben schon gesagt, man muss ja nicht jeden Beitrag lesen, aber wenn man sozusagen immer im hinteren Bereich schaut nach den Lessons learned, kann man ja erkennen, ob es etwas ist, was einen anspricht und von daher ist es, glaube ich, ein gut investiertes Geld. Genau, und wenn ich ergänzen darf, wenn ich ergänzen darf, also bei uns war es, während der Pandemie gab es einen Leitspruch im Unternehmen, das ist der lateinische Spruch, Si vis pacem, para bellum. Wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor. Finde ich super und ganz ehrlich, mit dem Buch
das sogar mit in die USA genommen habe, genau für diesen Moment. Mit diesem Buch hast du einen Schlachtplan in der Hand. Ja. Und dann gibt es auch keine Ausreden, dass die turbulenten Zeiten beim Thema Pricing ein offenes Thema wären. Also keine Frage. Bereite dich vor. Dann hast du Schlachtplan, der Schlachtplan kommt nicht nur von klugscheißenden Berater, sondern von preisvollen Experten. Nein. Das ist genau diese Schwarmintelligenz, die das Buch wert macht zu kaufen. Bin ich dabei. Genau. Christian, danke dir für die tolle Moderation. Genau, besten Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wenn noch Fragen sind, schreibt sie noch in die Kommentare beim Nachschauen dieser Sendung. Wir werden die nächsten Tage immer noch mal reinschauen und sicherlich auch alle eure Fragen dann beantworten. In diesem Sinne, vielen Dank, bis demnächst.